Hallo zusammen, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Worms Reloaded. Festungspack. Ja. Ja. Ja, wir beide sind wieder am Suchen, ne? Wir sehen noch den trojanischen Esel. Aber den brauchen wir ja, jetzt auch gar nicht. Wir sind ja sowieso die ganzen Festungen. Jetzt müssen wir einfach mal gucken, dass wir Mission 16 schön schaffen, ne? Oh, die wieder. Oh. Möchtest du wieder lesen? Ich soll wieder lesen. Ja, nur wenn. Wenn es etwas Schlimmeres gibt als einen Spukwald, dann ein Spukhaus. Wir benötigen Unterschlupf für die Nacht. Die Bewohner werden sich darüber nicht freuen. Lasst uns einsteigen. Ah, super. Oh, jetzt werden wir einfach ins Haus erbrechen und wir haben alle vier Würmer. Das ist gut. Allerdings hat auch der Gegner einen ganzen Haufen und wir brauchen eine ganze Weile, bis wir unsere anderen Sachen einsetzen können. Na gut, dann müssen wir jetzt erstmal da drüben den Wraith am besten raushauen. Ne? Der sitzt ja schon mal so schön. So, den haben wir schon mal. Ja, einer weg, bleiben ein paar. Ja, bleiben noch 20. Okay. Spook bleibt nicht mehr. Die legen sich wieder alle gegenseitig um. Das sind jetzt, glaube ich, 4 gegen 4 und da steht auch Banshee rum. Also, ne? Ja, nee, 5 sind es da drüben noch. Ja, Banshee steht da natürlich. Ach, da oben tatsächlich. Fetch und Doppelgänger stehen so nah aneinander, dass ich nur einen gesehen habe. So, was machen wir mit der Bunkerbombe? Oh, über dir stehen auch noch welche. Ja, deswegen. Die habe ich ja gesehen. Das ist ja das Doofe. Da hebe ich mir lieber den Luftschlag für auf. Da stehen auch ein paar Explosionsfässer, oder? Ach, wir machen es einfach so. Pass auf, dass du dich nicht wieder selber weghaust. Nee. Da habe ich zum Glück aufgepasst jetzt. Ja, ja gut, ich hatte ja damals auch aufgepasst und trotzdem hat mich erwischt. Trotzdem, ja. Ja, es ist aber auch natürlich. So gut, the Ghost hieß the Spirit. Oh, der hat sich schon mal wieder selbst angekratzt. So geht's auch. Oh, ja. Guck mal, jetzt kannst du da ich oben. Ich finde auch deren. Ja. Hallo? Ja. Ich finde deren Teamnamen super. Ja, der Teamname von denen ist auch super, das stimmt, der hat was. The Ghouls, the Ghosties, the Spirits war es, glaube ich. So, guck mal, jetzt können wir hier oben ein bisschen, Apparent Nummer 7 würde ich weghauen, wahrscheinlich, aber Apparent mit der Flammenfaust. Weil Shroud war ja gerade dran. Stimmt, genau. Apparent steht ja gerade wunderschön am Abgrund. Ja, das ist sehr gut praktisch. Sehr schön hier. So, der Dämon, der ja, ist. Ach super, der da hinten. Weg. Yeah. Und der macht auch gar nichts. Ja, macht was. Herrlich. Das läuft doch bislang wieder Schnieke hier. So, jetzt müssen wir hier super. Noch dass wir hier hochkommen. Ja, das kann jetzt schon wieder ein bisschen blöder werden. Das kann dauern. Komm. Ja, so. Wenn schon nicht an. Ah! Ich komme da nicht hoch. So, jetzt aber. Volle Kanone. Ich werde hier einfach weghauen. Ja, er hat leider. Leider hat er noch ein bisschen. Ne? Ja. Aber jetzt ist wahrscheinlich Spectre oder sowas dran, hoffe ich. Ah nee, der Banshee ist dran. Oh, die mal mit ihrer Feuerbombe. Mit der Benzinbombe. Und Kelly grüßt sich gerade eine Rauchvergiftung. Wunderschön kriegt er da den Dampf in die Fresse. Ein bisschen eingeraucht. So, das war knapp. Aber alles geschafft. So, den können wir eigentlich da unten erstmal stehen lassen, den Banshee, ne? Da tut uns ja nichts. Falls jemand fragt, nein, Zigaretten hat er sich keine gekauft. Komm in die Gänge! Nee, da kriegt man auch nicht so eine Rauchvergiftung, glaube ich, ne? So, ach, das war natürlich jetzt doof. Ich meine, das ist auch schädlich für den Körper, Zigaretten, Rauchvergiftung ist so was ganz anderes. Ja, Rauchvergiftung ist ein bisschen fieser und ich glaube, von Zigaretten kriegt man auch beides nicht unbedingt ist tödlich, eine. Also. Ne? Ja, aber Rauchvergiftung ist ein bisschen tödlicher. So auf die Schnelle. Ja, es tötet schneller, sagst du. So, was kommt jetzt? Ja, er hat leider Gameboy getötet. Das war natürlich unschön. Ich habe gar nicht gesehen, was er gemacht hat. Er hat einfach eine Granate geschmissen und damit voll erlegt alle. Oh, jetzt aber hier. Bei mir sah es irgendwie so aus, er lief und auf einmal explodiert hinter ihm alles. So, machen wir mal einen Giftangriff hier. Boah, drei Leute getroffen. Was? Nee, nur einen getroffen? Was?
Doppelgänger? Wie ist denn das möglich? Das ist überhaupt nie möglich. Oh, der Doppelganger. Doppelganger, echt doch. Hallo? Wie das denn? Verstanden. Ach, Mist. Ja, was machen wir denn jetzt? Ist ja ein bisschen blöd hier. Er hustet einer. Ja, schön. Ich werde mal hier versuchen. Oh, wir haben eine heilige Granate. Das ist natürlich sehr schön. Oh, aber wir kennen deine Granatenkunst, also. Ja, aber ich treffe ja zumindest nicht bei mir. Und die sieht doch gar nicht so schlecht aus. Nein! Tick zu weit! Ah! Nein, 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 verdammt! Mist. Ah, so ein bisschen zu weit. Wie gesagt, wir kennen deine Granatenkunst. Ja. Ah, der macht das hier, der legt sich aber hier schon selber. Das ist ja auch ganz gut. Ja, genau. Die können das genauso gut, wie du Granaten werfen kannst. Ja, das stimmt. So, aber hier, diesmal, jetzt aber hier. So, pass auf. Ah ne, wir zoomen doch lieber ran. Finde ich doch besser. So. Die geht jetzt aber. Ja, war gut, ne? Nächstes Mal treffe ich. Ja, war sehr gut. Ach, Mann, ey, das gibt's alles nicht. So, der da oben macht gar nichts, ist ja super. Dann mache ich jetzt erstmal den Knaben da unten weg. Dann machen wir den erstmal kaputt. So, weißt du was? Ja, was denn? Ich glaube, ich habe gerade meinen Kopfhörer kaputt gemacht. Was? Wieso das denn? Wie hast du das geschafft? Ich bin gerade irgendwie am Kabel hängen geblieben von Kopfhörern. Jetzt höre ich noch auf einem Ohr was. Oh, nicht schön. Das habe ich auch mal. Also nicht mit meinem Kopfhörer zwar geschafft, aber also beziehungsweise nicht mit meinem Kopfhörer für den PC, sondern mit dem für meinen MP3-Player. Habe ich auch irgendwie ein bisschen zerrissen. Da habe ich schon viele komplett kaputt gekriegt für einen MP3-Player. Also. Ja. Aber ich meine, das ist jetzt nicht das erste Mal, dass ich das für Kopfhörer für den PC habe. Ich habe ja hier noch ein anderes Headset, den höre ich auch noch auf einem Ohr. Was ist denn? Habe ich mir ein neues gekauft. Und jetzt funktioniert das neue auch nicht mehr. Ja, das ist natürlich schon mal Highlight, ne? Und das ist natürlich blöd, wenn alles Highlight kaputt ist. Highlight leicht, aber. Bei mir halten sie toi 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 ein bisschen länger. Ich weiß nicht, was du mit denen machst. Wenn du so ein Verschleiß hast. Das ist ja nicht so schön. Das eine hat 2 Jahre gehalten, das andere jetzt einen Monat. Okay, ein Monat ist natürlich echt viel. Wahnsinnig viel. Ne? Viel. Super Qualität. Nach einem Monat schon kaputt. Ja, echt. Ein Monat, das ist ja gar nichts. Toll, jetzt sitzen wir hier unten. Das ist natürlich super. Ah, aber wir kommen wieder raus. Haben wir jetzt eigentlich super scharf schon? Super scharf haben wir schon. Oh, ich hab's noch gekriegt. Ah, geht wieder. Ja. Geht. So, wie machen wir dann am besten? Nein! So. Ich dachte echt, der Sprengkreis wäre größer. Oh, ich bin hier überhaupt nicht mehr drin. Warum kriege ich da nichts? Wir haben es doch letzte Woche noch gespielt. Ja, aber ich weiß nicht. Irgendwie verpeile ich es hier gerade komplett. Komplett am Ende. Oh, ich könnte einen Erdbeben. Ja, gut, ich meine, du liegst immer noch vorne. Die sprengen sich ja genug selbst in die Luft, also. Ja, das stimmt. Es sollte kein Problem werden, da trotzdem zu gewinnen. Komm in die Gänge! Ja, das stimmt schon. Aber schön ist es natürlich trotzdem nicht, wenn wir hier so viel Zeit an dieser billigen Mission eigentlich verbringen. Ja, das stimmt auch. So schön ist es dann ja doch nicht jetzt. Die machen ja überhaupt nichts gerade. So, ich gucke mal, ob ich hier den könnte ich mit dem Erdbeben wegkriegen, dann theoretisch. Ich gebe dir mal hier einen Luftschlag. Luftschlag! Ah, schön! Der ist auch gleich ersoffen. Nächste Runde. Phantom ist auch noch getroffen, ja. Aber der ist leider nicht abgesoffen. Stimmt. So, was macht der jetzt? Okay. Hallo? Bitte kommen! Ja. Die haben's schon drauf. Im Sturz hatte er hoffentlich genug Zeit, über seinen Fehler nachzudenken. Ich glaube, die Zeit hatte er, ja. Vermute ich mal. War ja ein sehr grober Fehler, also. Ja, sowas sollte nicht passieren. Auch der macht das da ganz toll. Keine Intelligence hat der.
Ich glaube, wir schaffen zwei Folgen heute, wenn es so weitergeht, denn wir sind jetzt schon 10 Minuten dabei. So, jetzt sind wir auch schon bei Spectre durch. Den können wir gleich erledigen. Dann ist er gleich weg. Ja. Mal sehen, was er macht. Nein, oder? Springt gegen die Wand und macht dann doch nichts. Ja, vor allem, er macht jetzt nicht mal seinen Sprungseil. Jetzt will er die 20... Oh, nee, er hat sich doch noch was überlegt. Okay. Nee, das war jetzt nicht so der Bringer. So, dann probiere ich jetzt mal was. Probiere ich jetzt mal ein Erdbeben. Der ist weg. Komm, und der ist auch weg. Blub, beide ersoffen. Nein, Trashboy ist auch noch ersoffen. Bye bye, Trashboy. Ja, aber egal. Wir JP ist auch abgesoffen. Nee. Oder? Nee, der ist in das Loch gefallen. JP zählt Kelly runter? Ja, genau, der ist da runter geplumpst. Oh, die Mission sieht auch wieder noch einfach Mission aus. Noch 4 Missionen. Wir werden nicht zulassen, dass unser Land von dieser Eindringlinge entweiht wird. Besiege Feind und verteidige König. Verteidige König. Oh, the King. Oh, scheiße. Der sieht aber sehr gefährdet aus da. Der sitzt da sehr gefährlich. Oh, ein Erdbeben und der ist weg. Ja. Wir haben aber zum Glück Trägerpakete. Damit können wir dann fett uns absichern. So, jetzt erstmal volle Kanone rüber. Der ist schon mal erstmal weggecrashed. Marauder, Intruder, Raider. Ah, was machen die denn jetzt? Oh, der kann schießen. Der kann schießen. Nein! Warum habe ich JP nicht gerettet? Ah, ich hätte JP mal retten sollen. Wäre vielleicht nicht so schlecht gewesen. Verdammt. Ist mir aber auch erst aufgefallen, als der Zug vorbei war, dass ich da vielleicht... Ja, du warst nur noch an niedrige Intelligenz gewöhnt. Ja. Das war dann doch nicht so gut. Boom. So. Aber die nächsten... Nein, 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 ich wollte da runtergehen. Ah. Unser König heißt auch Monarchie. Sehr schön. Oh. Ein toller Name, Monarchie. Looter. Ja, der Looter, den finde ich ja besonders gut. Der steht da auch super, der steht zu dem Pferd. Trashpack. Vom Feuer! Oh, super. Ja, die haben schon mal gleich den Abgang gemacht, das finde ich gut. So, machen wir hier gleich erstmal Trägerpakete. Erstmal hier gleich. Ich habe schon gesehen, dass die Gegend nicht keine... Nee, irgendwas anderes muss vorgefallen sein. Komm in die Gänge! Wie? Was muss vorgefallen sein? Dass sie sich das umgebracht haben, daran liegen, dass sie gegen der nicht, dass sie dachten, sie hätten gegen dich keine Chance, kann es nicht liegen. Nee, eigentlich nicht. Das, aber die haben sich ja jetzt auch nicht selbst umgebracht hier. Die haben ja, sind einfach nur ins Feuer gefallen. Das war natürlich ein bisschen doof gelaufen, ne? Er bringt sich in Position. Ja, aber da kann er nichts machen, der Gute. Wir werden jetzt hier den Intruder da drüben erstmal mit einer Bazooka begrüßen. Plonk. Ja. Und dann kann er sich Bazooka to the face. Ja, meine Bazooka ist subi. Die haut sie alle weg. Ah, den Looter und den Raider brauchen wir jetzt nur noch. Loot Raider! Der Loot Raider. Oh, der kann schießen. Auch der kennst kann du schießen. Loot Raider? Nee, kenn ich so gar Also ich meine jetzt Loot Raider, das ist so eine kleine Organisation. Kennst du Loot Raider? Nee. Frage war jetzt ernst. Nee, kenn ich nicht. Das ist so, du hier. Ist halt so eine Art unmonatliches Abonnement und da kriegst du dann halt jeden Monat halt Zeug zugeschickt, als was so zu Spielen gehört und so. Ach so. Immer ein T-Shirt dabei und sowas. Ah. Finde ich eigentlich ganz cool. Okay. Das ist ja eigentlich auch nicht cool. Ist was ganz. Ja, die haben sich jetzt letztens erst gegründet und es gibt davon jede Menge Firmen, aber halt in Deutschland gibt es nur Loot Raider. Ah, okay, also sowas ganz Neues sogar noch. Oh, das ist ja nicht schlecht. Ja, also für Deutschland ist es neu. In Amerika gibt es das schon länger. Die Amis wieder. Ja, die Amis. Ja, die Amis halt. Ja, naja. Aber das hört sich ja ganz nett an, wenn die mal so ein paar Sachen da machen. Ja. Ha, jetzt haben wir auch schon so gut wie gewonnen wieder hier. So, ich kann ja mal ist jetzt nur noch der Looter da. Ja. Du könntest theoretisch mit einem Teleporter zu dem. Du hast deutlich mehr Leben als der und damit. Ich brauch doch keinen Teleporter. Komm in die Gänge!
Ich mache das auf die ganz raffinierte Art und Weise. Spring hier runter. Denk dran, du hast nur noch 10 Sekunden. Ja, das stimmt 6. natürlich. Zong. So, dann hier oben hin. Dann haben wir einen Looter schon mal ein bisschen aufgesprengt. Jetzt müssen wir nur noch rein das nächste Mal. Und ihm sogar Schaden gemacht. Ja, sehr schön. Ja, und da wir eine Bananenbombe haben, sollte das nicht so kompliziert sein. Ah, das war schon mal nix, mein Freund. Kannst du, da musst du früher aufstehen. So, was haben wir denn noch Schönes an Items? Luftschlag brauche ich nicht. Nee, Luftschlag, da würdest du nur Gameboy erwischen. Ja, das wäre ein bisschen doof. Du könntest theoretisch versuchen, mit der heiligen Handgranate reinzufallen, weil das ist ja also an sich schon ein gerader Weg. Ja. Machen wir es so. Ja, vor allem jetzt. Jetzt ist es ein richtig gerader Weg. Ah, jetzt können wir was ganz Tolles machen mit Gameboy dann. Außer Gameboy wird jetzt umgebracht. Und das fände ich natürlich sehr schade. Aber das wird er nicht schaffen hier, der Knabe, der Heinzel. Nö, der hat 120 Leben, da wird er nicht sterben. Ja. Und auch das war jetzt nicht so das Highlight. Ja, den König haben sie zum Glück gar nicht angekratzt, von dem wollen sie nichts. Nö, da wird man wahrscheinlich am Ende sogar noch ein Achievement bekommen, weil sie keinen Schaden gemacht haben. Das wäre schön, da würde ich mich freuen. So, jetzt erstmal hier zum Looter runter. Was machen wir denn mit dem mal? Kamikaze! Nee, wir komm in die Gänge! Ach, wir machen das. Na, nichts, was rollt, oder? Nee, deswegen, wir machen das lieber auf die ganz entspannte Variante. Ach, wir machen das sogar noch entspannter. So. So machen wir das. Mit ein paar Frettchen. Ist gut. Stück weg, sonst fliegt. Ja, nicht, dass du noch runterfliegst, ne? Ja. Das ist ein bisschen ärgerlich. Ha, haben wir geschafft. Und sogar standhaft haben wir ja geschafft. Ja. Nächste Mission machen wir jetzt aber nicht mehr, glaube ich. Da reicht die Zeit nicht. 3 haben wir noch vor uns. Na, mal sehen. Vielleicht schaffen wir es. Ja, 3. Wir haben diesmal nur 2 geschafft. Das ist. Ja, ich glaube, davor die Folge haben wir auch nur 2 oder so geschafft. Nee, da hatten wir 3. Da hatten wir 13, 14, 15. Ah, okay. Ja. Ja, diesmal, das war die erste Mission. Hat so lange gedauert. Das war natürlich ein bisschen doof. 2 Minuten hätten wir auch noch, aber das schaffe ich jetzt nicht. Das können wir nicht machen. Ne? Können wir nicht schon nee, wieder überziehen. Das reicht, ich finde ich. Stimmt. Aber wir können das ja gleich in die nächste einbauen und passt das. Ja. Also wahrscheinlich noch 1 oder 2 Folgen im Festungspack und dann sind wir schon. Sind wir da schon durch, ne? Und bislang noch nicht einmal gefailt. Das wäre ja ganz gut, wenn das Festungspack so nicht. Nein. Nein, bei Festungspack nicht. Nee. Ach, hoffentlich bleibt das so. Ich scheitere wahrscheinlich in der letzten Mission dann. Wie ich mich kenne. Naja, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder, ne? Ich hoffe, ihr schaltet wieder fleißig ein. Und dann können wir uns ja hier wieder drum kümmern, nur alles. Macht es gut. Tschüss. Ciao.